Eine Spritztour in Mexiko, Spanien. Drachenlord Zusammenfassung. Es geht um Forza Horizon 5. Ich werde das natürlich wieder wie immer, wie nenne ich es, Drache versagt in Forza Horizon 5 nennen. Ja, ein Zusammenschnitt von Reines erstes Let's Play, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist auch wieder so. Absoluter Ehrenmann. Hat auch letztens bei mir unter einem Video kommentiert. Wirklich, wenn du das hier sehen solltest, viele Grüße gehen raus. Wenn du Bock hast, weiterzumachen, wirklich, wäre geisteskrank, weil das ist richtige und wichtige Arbeit, die du da tust. Und ich hatte schon oft gesagt, ne, reacten, das kann jeder Dulli, aber diese Zusammenschnitte und die Stärke, die es braucht, diese Zusammenschnitte wirklich ordentlich und gut geschnitten an den Mann zu bringen, da brauchst du wirklich schon, da brauchst du sehr viel Stärke. Deswegen, ja, Dankeschön dafür. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir haben jetzt letzte Mal oder vorletzte Mal Forza Horizon 4 geschaut. Jetzt geht's weiter im Forza Horizon 5. Ach, Rainer, was stellst du wieder an? Let's go. So, Leute. Ein herzliches Willkommen beim Drachen und Forza Horizon 5. Heute haben wir es geschafft. Es geht also doch schon. Es hat eigentlich geheißen erst ab dem 9., aber vielleicht ist es auch einfach ein Fehler bei der Eingabe. So, wir sind auf jeden Fall in Forza Horizon 5, Leute. Schauen wir mal in das Spiel. Ich starte jetzt direkt beim ersten Mal. Wartet. Das ist ja wieder praktisch. Jetzt muss ich mich da anmelden. Ich habe mehrere Accounts, deswegen muss ich jetzt erstmal gucken. Ah ja. Der Profi, da wird erstmal der Stream angemacht und dann meldet man sich an, weil genau so macht man das. Perfekt. Da muss ich mich erst einstellen, sorry. So, Einstellungen. Audios. Das liebe ich auch immer, wenn Rainer ein Let's Play anfängt oder Stream oder was auch immer und noch nicht eine Einstellung vorgenommen hat und dann erstmal eine halbe Stunde im Einstellungsmenü rumeiert. Mach das doch einfach vorher wie jeder normale Mensch, Rainer. Ups. Jetzt habe ich das Spiel neu gestartet. Eine Sekunde. Dann muss ich das Spiel nochmal neu starten. Man sieht auch nochmal den kompletten Startbildschirm. Oder auch nicht, wenn man das nicht gleich sieht. Warum auch immer. Ah ja. Turn 10 Studios. So. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich den Streamer-Modus ein- oder ausschalten muss. Ah, hier ist Streamer-Modus ein- aus. Aktuell ist er aus. Wir lassen ihn erstmal aus. Schauen wir erstmal, was jetzt hier so auf uns zukommt. Jetzt wird es wahrscheinlich am Anfang wieder erstmal eine fette Standard-Challenge geben, wo wir eines der krassesten Teile fahren können überhaupt. Und am Ende stellt sich heraus, kannst du aktuell noch nicht. Meinte, er fährt gleich einen Ford Ranger, weil das ist ein, also ich weiß nicht, woher ich es hab, aber irgendwer hat mir mal eingebläut, das ist ein richtiges Monster, Alter. Dann kriegen wir irgend so eine langsame Schüssel. Was war das? Ach, seht ihr mal. Der Feinschmecker. Ford Ranger gibt? Gibt's bestimmt, oder? Oder den Ford Raptor wäre natürlich noch geiler. Hoffentlich Ford als Startauto. Wenn es ein Ford als Startauto gibt, fahre ich natürlich den Ford mit Abstand. Aber das kann ich halt nicht vorher sagen, ne? Das weiß ich nicht. Ich persönlich hoffe vor allem, dass das Spiel nicht ruckelt. Das ist ein nagelneues Spiel. Das kann sein, dass das ruckelt wie die Drecksau. Das hoffe ich nur, dass es nicht so ist. Ach, Rainer, das hätte man auch vorher testen können. Das hätte man alles testen können, Rainer. Also im Stream ist halt immer die Sache, dass er das zusätzlich zum Stream ohnehin auch schon noch zusätzlich Leistung frisst wie Sau. Ja, Rainer, dann macht man einen privaten Stream und guckt selber bei sich, ob es gut läuft. Das kann man testen. Wer hätte das gedacht? Wirklich, das ist so, dass man das jemandem erklären muss, der sich als YouTube-Profi bezeichnet und 8 oder 9 Jahre YouTube macht. Geil, oder? Rainer, oh Gott. Ja, das ist ja, das kann man ja auch nicht wissen, ne, klar. Ja, mal gucken, ob es die 100 Euro wert waren. Theoretisch gesehen, der Erste, der mir jetzt 100 Euro spendet, der hat im Prinzip das Spiel finanziert. So ein Dreckiger.
Wirklich so ein dreckiger. Leute, ne? Übrigens, wenn mir jetzt, der Erste, der mir jetzt eine Million spendet, ne? Der hat mir mein Leben finanziert übrigens, ne? Dankeschön dafür, Ibladi. Ey, wirklich so dreckig, ne? So unterschwellig, so schön nochmal, gar Geld bitte, ne? Leute, ne? Wer hat Bock, mir das Spiel finanziert zu haben? Kommt schon, ne? Jetzt könnt ihr da mal tief in die Taschen greifen, wirklich, das ist, ganz ehrlich, wie man so mit seinen Zuschauern umgehen kann, das ist wirklich geisteskrank. Zumindest so betrachtet. Also es lädt schon sehr, 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 sehr lange. Ja, Rainer, das liegt an deiner Hardware, Bruder. 10 Stunden später. Was, Leute, was ist das Sinnloseste im Leben eines Gamers? Es sind die Ladezeiten. Obwohl, es ist die Zeit, in der man pissen gehen kann, in der man sich was zu essen holen kann, in der man meistens auch noch essen kann. Junge, jetzt mal ohne Witz, wie lange lädt denn das bei dem, Alter? Wenn es halt lang genug sind. So, das sieht doch schon vollversprechend aus. Voll mit 99%. Achso. Gucken wir mal. So. Ja, und noch mehr Ladebitch. Ach Mann. Bremsen rückwärts halten. Zum Beschleunigen geradeaus. Kamera wechseln mit Y natürlich. Handbremse ist auf A, wie hätte ich gedacht. Freies Umsehen ist auf einem Steuerstick. Jo. Und der Rest von den Button. Das Button, X und so weiter bedeutet gar nichts. Alles Button. Klar. Das B ist auch komplett sinnfrei anscheinend. Button. Nun nutzt die Ideallinie als Fahrhilfe. Gib bei blauen Linien Gas und bremst. Das ist genau die Scheiße, bremst auf die ich keinen Bock hab! Ich gönn ein Gönnergy oder Oettinger, such's dir aus. Boah, das ist gut. Ich glaube, ich werde das Gönnergy nehmen. Vielen lieben Dank. Wenn ich mir das nächste Mal Gönnergy hole und es im Stream aufmache, werde ich nur an dich denken. Alter. Schmusemaus, Wochenlevel 5, vielen lieben Dank. Willkommen in der Kommune. Wenn sie rot wird. Xbox Game Studio. Alter. A Playground Game. Weißt du, er will das immer wie Gronkh machen. Na, ans Mikro, die Stimme ein bisschen tiefer. A Playground Game. Aber dann kommt sein schlechter Englisch-Akzent oder was auch immer dazu. A Playground Game. Oh my honey. A Playground Game Adventure eigentlich, ne? Glaube ich, stand da. Willkommen in Spanien. Alter, hola, amigo. Oder ist das Mexiko? Musik ist ein bisschen laut. Oh Gott. Nein, was haben die vor? Die wollen mich jetzt aus dem Flugzeug schmeißen, oder? Ich habe nie gesagt, dass ich kein Interesse habe an Forza. Habe ich nie behauptet. Ich sagte nur, dass ich jetzt nicht fieberhaft darauf warte. Oh Gott! Ja, nee, ist klar. Jo! Lass mich raten. Ich muss Gas geben. Jo! Bienvenidos a México! A México! Spanien! Mexiko! Reiter! Oh mein Gott, bitte gib Aru! Oh mein Gott! Spanisch! Ah, es scheint aber gut zu laufen, ne? Also, es ruckelt nicht und gar nichts. Kurz! Oh Mann. Jenny, ist klar. Oh, wir werden hier viel Spaß haben. Wir werden hier sehr viel Spaß haben mit dem Pickup. Hui! Geil! Und auf ins Festivalgelände. Kurz! Diese möchte gern Geräusche wie aus dem Comic oder so. Kurz! Was ist das? Warum Kwutz? Dann sagt er wenigstens Spam-Ader oder so. Das ist genau die Scheiße auf die Scheiße! Ja, nee, ist klar, ne? Bleibt der Stream heute online? Peter von Geilhausen möchte einen Band kassieren? Ja, ich danke dir trotzdem für deine Unterstützung, aber deine Frage wird leider nicht beantwortet. Ja, nee, ist klar. Direkt das nächste Auto, wa? Die Grafik ist schon mal echt knorke, jo. Dünner Tag für eine Fahrt. Dünner Raser. Dünner Raser. Oh, nee. Dünner Raser. Dünner Raser, alles klar. Ja klar, man kennt ihn, den dünnen Raser, ist okay. Nicht schlecht. Alter, was war das? Geringe Streaming, was, Bänder? Ja,
Junge, es ist so genial. Ich habe auch gleich angefangen zu lesen, wo dieses Ding kam. Und wirklich, wo Rainer die ersten zwei Worte gelesen hat, war ich schon lange fertig mit dem Text. Alter, das kannst du nicht ausdenken. Und dann kommt da, das Erste, was rauskommt, geringe Streaming... Bandbreite. Das Spiel ist vor... Was? Nein. Hä? Verarsche? Geringe CPU-Leistung. Ich glaube, es hakt, Alter. Das glaubst du wohl selber nicht. Der Streaming Streambrim Breiber, ich glaube, es hakt. Der Streaming Streambrim Breiber, ich glaube, es hakt. Geringe. Was ist denn da eigentlich los? Indiana Pickel, danke fürs Abo. Streambandbreite, ich glaube auch. Willst du mich verarschen oder was? Läuft doch alles. Ob das eine Standardmeldung war? Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. 5, 4. Das ist auch gut. Das könnte etwas holprig werden. Kein Ding. Kein Ding, kriegen wir hin. Dschungel. Was? Gedonner. Jo, mit dem Porsche, ich glaube auch. Jo, erstmal mit dem Porsche durch den Dschungel heizen, ich glaube auch. Sonst noch Wünsche? Wisst ihr, was ich bei Rainer immer so richtig schlimm finde? Es ist einfach dieses Commentary. Es ist dieses Commentary. Ich weiß, vor allem bei Spielen, wo man ein bisschen was machen muss und so, ist es nicht immer so einfach, auf den Chat und so zu achten, aber dann wenigstens ein Commentary abzuliefern, wo man halbwegs unterhaltsam ist oder so. Ne? Und Rainer, wirklich, der rast da mit einem Porsche durch den Dschungel. Boah, mit einem Porsche durch den Dschungel? Bitte was? Okay, super. Wer hat denn Bock da drauf, Alter? Wer gibt sich das denn freiwillig? Also, außer mir jetzt natürlich. Wann sind Flamingos in Spanien? Oder in Mexiko? Rainer. Spanien und Mexiko ist nicht dasselbe. Ich raste aus, Alter. Mexiko. Jo, ich glaube auch, wahrscheinlich. Jo, erstmal fetten Buggy hier reinkauen. Ja, nee, ist klar. Hier hinten in der Heckscheibe noch voll den Lüfter drin hat. Das macht Laune, aber voll. Und der nächste. Warte, wie viele Autos haben die denn? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das wird hart. Ich habe schon gesehen, dass das ist. Oh Gott. Das ist der Forza Horizon Standard Zugpferd dieses Mal, der Mercedes. Ja, wahrscheinlich. Aus dem Weg. Rainer, ein ganz kleines bisschen neben der Straße. Ich verstehe gar nicht, warum Rainer eine MPU machen sollte, check ich jetzt nicht. Juhu, wahrscheinlich! Ach Mist, ich dachte, ich muss nach rechts. Wirklich, für Rainer gibt es nur Gas geben, ne? Also ich muss jetzt sagen, ich bin auch kein Rennspiel-Fetischist oder so, aber ganz ehrlich, kannst du wirklich nicht ausdenken, ne? Für Rainer gibt es nur Gas geben und lenken, mehr gibt es für ihn einfach nicht, ne? Ich dachte, ich muss nach rechts. Okay, gut, das war natürlich jetzt beschissen. Genau in der Mitte durch. Juhu! Ist das geil. Hat vor sein MPU-DLC. Das könnt ihr leider noch mal kaufen, da habt ihr es ihm quasi finanziert. Brutal, Alter, richtig brutal. Ah, das Auto hätte ich gar nicht unbedingt gerne. Das ist gar nicht so mein Stil, aber zum Fahren hier im Spiel ist es schon geil. Doch, du bist so ein sympathischer Typ. Ich finde auch gut, dass du verschiedene Spiele ausprobierst und zeigst. Erstmal beim Lesen. Fast kotzen. Sorry. Na klar, immer. Wieso habe ich einen? Wieso ein Roboterarm? What? Das glaubst du wohl selber nicht. Nein? Divers? Er checkt nicht mal, dass das Prothesen waren. Er denkt, es war ein Roboterarm. Junge, ist der das. Wisst ihr was? Wir machen divers. Warte. Ein Riesenapplaus für Rainer!
Du kennst sogar meinen Namen, Alter. Wuhu! Unangenehm. Dabei habe ich gar keinen Namen angegeben. Aber ich finde es so geil. Es war schon im ersten so geil. Ich mach mal eben meine Tür zu. Ey, auf. Wie er aufsteht, ist einfach immer wieder schön anzusehen. Hey, amigo! Als du aus dem Flugzeug gesprungen bist, was hast du da gedacht? Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Damon sagte, ich sollte Großes von dir erwarten. Aber welches führst du zuerst aus? Oh. Ah. Ist die Corvette wahrscheinlich das Schönste, ne? Ach nee, das ist der Toyota und okay. Ich liebe Ford. Aber ich mag den Bronco nicht. Ich lächelte. Märchenstunde schreibt, Rainer findet es wahrscheinlich auch super unfair, dass Roboter bei den Paralympics mitmachen dürfen. Ist es auch. Ja, Alter, es kommen 100 Sachen an! Einfach so bionetische, wie heißt denn das, bionetische Arme oder so, ne, sind damit kraftverstärkt, so Cyberpunk-mäßig. Ja, das ist total unfair. Ja, das, ich bin dafür, Roboter sollten nicht bei den Paralympics mitmachen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe! Eine bessere Folter gibt es nicht, Rainer beim Zocken zuschauen zu müssen. Ja, es wird mal besser, mal schlimmer. Barba King, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich muss ehrlich sagen, es kommt halt bei mir stark aufs Spiel an. Also Banjo-Kazooie war absolute Hölle. Ich habe noch nie in meinem Leben Forza gespielt. Nicht, weil ich es nicht mag oder so, sondern einfach, ich habe es irgendwie noch nicht gemacht. Und deswegen juckt mich das jetzt nicht so sehr. Also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn er da verkackt, weil da kann ich jetzt nicht so krass mit relaten. Ich schwanke tatsächlich, ich mag den Bronco nicht, der hat sich auch nicht schön gefahren tatsächlich, ich habe den ja vorhin schon kurz gefahren. Also entweder den Chevy oder den Toyota. Ich schwank tatsächlich eher auf den Toyota. Der Bronco ist ein Ford, das ist schon ein schönes Auto, aber ich mag keine Jeeps. Das ist merkwürdig, weil ich mag Pickups, aber ich mag aber keine Jeeps. Ich weiß auch nicht warum. Also ich schwank eigentlich zwischen der Corvette und dem Ding. Ach, ein Ding. Okay. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, lieber den Toyota nehmen. Das liegt aber auch daran, weil ich glaube, dass der für die Anfangsspiele immer am geeignetsten ist. So. Ich überlege tatsächlich auch, ob ich den Supra nehme. Also den Toyota. Ich meine, die Corvette ist auch nicht schlecht. Wir nehmen den Toyota. Ich liebe Ford, ganz ehrlich. Ne? Also Ford ist ja meine Lieblingsmarke. Ich habe dann umsonst eine 6 Meter große Ford-Fahne in meinem Haus hängen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge tatsächlich den Toyota in dem Fall, weil ich mag den Bronco nicht. Und ich finde, ich denke, man hat mit dem Toyota am Anfang die besten Chancen, weil der am schnittigsten ist. Ich würde, denke ich, den hinnehmen. Ich will halt ein Auto, das straßenfähig ist und gleichzeitig halt auch mal für Querfeld eingeeignet ist. Das, machen wir eine Spritztour mit dem Supra. Das lässt halt den Bronco ausscheiden, weil der ist mehr für Querfeld ein. Hört auf Rainer, wenn der das sagt, wird das bestimmt so sein. Ach, pues. Ich bringe den Rest der. Hab ich einen Artefakt? Warte ganz kurz, ich muss nochmal zurück. Ganz kurz. Ach, pues. Ich bringe den Rest. Dache. Wie kann man das nicht checken? Dache. D-A-C-H-E. Da schallert's aber wirklich überall. Was ist denn da los? Dache, ja, let's go. Hab ich einen R vergessen? Nein. Habe ich gerade einen R vergessen? Nein. Ah, ich habe einen R vergessen! Oh. Ich habe einen R vergessen! Lol. Wie peinlich ist das denn schon wieder? Wie konnte ich das... Das sieht doch schon viel besser aus. Ein bisschen was für die Fans tun. Na, wir wollen ja den Fans auch was bieten. Ich vermute mal, dass es sich ähnlich wie das Vierer spielt. Mit genau den gleichen Aufgaben und so. Danke, Long John. Wusstet ihr, dass Danke, Long John. Long im Chinesischen für Drache steht? Also das ist quasi das Wort für Drache im Chinesischen. Wow. Das heißt, ich würde Long Lord heißen. Im Chinesischen.
weil ihr das lustig fandet, alle mal wieder ein Lachs-Smiley rein. Nein, von alle, die Mitgliedschaft haben, bitte mal so ein reiner Smiley rein, wenn ihr das lustig fandet. Ja, spammt mal bitte alles mit diesen reiner Dingern zu. Ich finde die mega nice, die hat welche Stunde für mich gemacht, finde ich massiv geil. In meinem Toyota. Skurskur in meinem Toyota, genau. Oh, schöne Kalle. Ah, natürlich ein Ford, sehr schön. Ich mir gleich gedacht, das sieht doch stark nach einem Ding aus. Ding. Sag jetzt Ding. Ich bin bescheuert. Ich bin übrigens gespannt, ob die wirklich noch auf meine Daten von Forza Horizon 4 eingehen. Wäre natürlich cool, wenn ich mein Design aus meiner Karre haben könnte, was ich damals gemacht habe und hochgeladen. Das wäre natürlich saugeil. Ah, schön, jetzt der ganze Chat voll mit rein. Ach, das gefällt mir gut. Warum fällt mir jetzt der Name von dem Auto nicht ein? Mann, Escort, Ford Escort. So, jetzt. Und es ist 100 Pro Escort. War aber auch ein schönes Auto damals, muss man sagen. Ich hatte mir tatsächlich übrigens, kurz nachdem ich meinen Schein gemacht habe, hatte ich mir tatsächlich übrigens überlegt, ob ich mir ein Escort Cabriolet hole. Von welchem Geld eigentlich, Rainer? Ich glaube, du hast Papi gefragt und er hat gesagt, Rainer, kannst du mit aufs Feld gehen bitte, ne? Danke, tschüss. Lass mich raten, ich muss in das Ding reinspringen, wetten? Ach nee, da kommen die Motorradfahrer. Ah, das war schön, bis ich hängen geblieben bin. Also, machen wir ein bisschen mehr dieses Mal. Ah. Er kennt nur Gas geben und lenken. Er hat noch nie was von Bremsen oder Driften gehört. Das gibt's bei ihm nicht. Na, knapp. Hätte schöner laufen können. Alter. Also sag mal, gehen eure Kurven noch enger? Alter, Falter. Wann kommt eigentlich mal eine Lustvogel-Folge? Bin jetzt Adler spitz wie Nachbars Lumpen. Die Karte hört. Vielleicht bei 20.000 Abonnenten. Eine Lustvogel-Folge. Es wäre eigentlich eine witzige Idee. Er sollte mir schlüpfrige Fragen stellen, ich beantworte die ironisch. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ja, ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Das klingt ganz gut. Dann nehme ich extra nicht die Handbremse, weil ich denke, die Kurve ist nicht eng genug. Man merkt halt, dass ich ein Offroad-Fahrer bin und kein Straßenfahrer. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Rainers großes schwarzes Quadrat. Third by Story of Seasons. Balgi. Was? Rainer sein Pferd bei Story of Seasons. Balgi? Ich weiß gerade nicht. Ist das auf Blue bezogen? Ich bin verwirrt. Regdon Ende, trotzdem danke für die. Ich wahrscheinlich 58er IQ schlägt bei mir dazu. Ich verstehe es leider gerade nicht. Aber ich danke dir trotzdem. Ja, sieht schon besser aus. Wirklich, der nimmt jede Wand in den Kurven mit, oder? Junge, Hauptsache erstmal mit Vollstoff dagegen, bam, aber dann geht's gleich weiter. Ey Leute, ich kann das so gut steuern, oder? Das sieht doch gut aus, Leute, oder? Alter, muss ich die besiegen oder ist das normal? Weil die sind ja auch viel leichter als ich. Das heißt, die sind ja normalerweise auch schneller als ich. Oder bin ich einfach nur so schlecht gerade? Ihr wollt mich doch verarschen. Ach, weil er nicht Blackie schreiben konnte, aber sorry. Das hatte ich wirklich nicht gecheckt. Verarschen! Wollt ihr mich natzen? Ach so, ich dachte, das ist der Sprungschanze. Boah! Ich habe schon gedacht, das ist der Sprungschanze. Cool, oder? Schaut mal, wie knapp das an der Wand war. Wie ein kleines Kind. Schönes Ding. So, hast du ein Lenkrad zum Joggen? Nein, habe ich nicht, habe auch kein Interesse dran. Pass auf, wenn ich ein Lenkrad, Pedale und eine Schaltung möchte, setze ich mich ins Auto. Was stand da gerade der Anzahl der Puddingsplätze? Okay. Entschuldigung. Da hat er mich kalt erwischt. Ich habe gerade getrunken. Da hat er mich gerade kalt erwischt. Entschuldigung. Nochmal, was stand da bitte? Moment. Ins Auto. Guck mal, da steht.
Da steht Anzahl der Podiumsplätze. Was soll der stehen, bitte? Sagst du da was? Na, stand da gerade Anzahl der Puddingsplätze? Genau, Anzahl der Puddingsplätze. Junge, ich genieße gerade schön mein Wasser nebenbei und auf einmal höre ich sowas. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen gekillt, hoch. Entschuldigung, dass ich euch jetzt hier zugehustet habe. Oh mein Gott, Anzahl der Puddingplätze, natürlich. Oh ja, Mann. Metal. Hast du den Premium-Editor? Ich habe mir die maximale Leistung geholt. Also ich habe alles, ich habe 100 Euro ausgegeben vorhin dafür. Einfach ganz spontan rausgehauen. Jetzt müssen wir am Anfang halt erstmal ein paar Quests machen. Also ich werde mir so schnell wie möglich auf jeden Fall einen Tick abholen. Schauen wir erst einmal, wie es läuft. Jetzt werden wir erstmal nach und nach Quests freischalten. Ob ich wieder den 2-Millionen-Drift hinkriege? Oder was war das? War das 3 oder 4 Millionen? 3 Millionen, glaube ich, war es, ne? 3,5 Millionen. Ich glaube, 4 wollten wir machen, haben wir, glaube ich, nicht mehr geschafft. Ich habe es dann auch nicht mehr probiert. Schon über 150 Likes. Die Hater können von mir aus einen Besen fressen. Kann ich helfen? Oha, die 3 Kommentare machen mich fertig. Warte, Leute, wie viele Likes haben wir? Moment, ich guck mal schnell. Wir haben 143 Likes, das sind 7 weniger Leute. Das gefällt mir nicht. Alle mal bitte liken, teilen, abonnieren, Wunschliste kaufen und ihr wisst ja, ne? Tippen, bla bla bla, der ganze Müll. Übrigens, man kann Straßen erkunden in dem Spiel, ne? Für alle, die das nicht kennen. Ihr seht es hier, ne? Wir haben hier so die Straßen, die werden halt, die sind ausgegraut und wenn man die fährt, dann werden die halt bunt. Also entweder weiß oder rosa. Und da ist es auch sinnvoll, auf jeden Fall die Straßen zu fahren, weil man nämlich Bonis und so weiter dafür auch freischalten kann. Deswegen muss man jede Straße einmal abfahren. Falsch gerade gleich, guck nochmal. Warte, okay, wir haben 143. Moment, Leute. Oha! Oha! Es sind 204 auf einmal. Leute, ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Ihr seid so wahnsinnig. Denke mal, mit 149 Likes landest du nicht mal auf einem Puddingplatz. Tut mir leid, das kann ja nicht jeder schaffen, okay? Leute, verhandelt euch mal bitte vernünftig, ja? Was ist denn hier schon wieder los im Chat? Okay, wir fahren sogar dieses Mal den Lieferwagen, das ist ja geil. Also das ist ja richtig geil diesmal. Das ist ja geil. Ja, ich habe kein Interesse an irgendwelchen Interviews. Jedes Mal, wenn ich Interviews gegeben habe in der Vergangenheit, ist es nach hinten losgegangen. Deswegen habe ich kein Interesse mehr daran. Ich bin gespannt, ob der eine Polizist sich wieder bei mir überäußert. Letzte Mal. Es gibt Rennsimulatoren wie Assetto Corsa. Yo. Die sind echt knackig für rein, dass die Steuerung da natürlich schlecht programmiert wird. Das Ding ist, erstmal natürlich habe ich das Spiel komplett falsch ausgesprochen, das tut mir sehr leid. Wie heißt denn dieses eine Spiel, wo jetzt irgendwie noch so ein Teil rauskam vor einem Jahr oder so? Da hatte ich das mal probiert. Das ist auch relativ realistisch. Das war mir auch zu realistisch. Helft mir mal, Leute. Schreibt mal realistische Rennspiele rein. Es ist ganz einfach. Ich komme noch nicht drauf, wie es heißt. Auf jeden Fall, das habe ich mir geholt, beziehungsweise das hatte ich mit einem Kumpel mich reingeteilt, weil er das eigentlich eher haben wollte, aber ich wollte es mal ausprobieren. Und es war mir viel zu realistisch. Also es war mir wirklich viel zu realistisch. Ich komme aber einfach nicht drauf, wie es heißt. Naja, ihr werdet es mir eh gleich schreiben. Ich verlasse mich auf euch. Hat ein Polizist sich bei mir gegenüber geäußert, dass ich ziemlich schlecht ein Forza bin, weil ich da so schlecht fahren bin. Aber jetzt nicht. Gran Turismo, Leute, vielen lieben Dank, ihr seid die Besten. Ja. Jemand schreibt Need for Speed und doch jemand schreibt Killing Floor. Ah, Leute, perfekt, danke euch, ihr seid die Besten. GTA Mario Kart, ja, Mario Kart ist ein bisschen zu realistisch. Ja, Leute, ihr seid einfach die Allerbesten. Ja, ich habe euch alle lieb, wirklich. Böse gemeint oder so. Weil ich bin ja eher der Offroad-Fahrer. Aber fand ich so lustig, dass er mich überhaupt darauf angesprochen hat. Tetris, war so lustig. Ja. Ich bin gespannt, ob das irgendwann wieder zur Sprache kommt. Metal Dash. Jawohl, 3 Gold. Ja, so ging's mir auch gerade. Wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet. Ui. Also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Einige neue. Hauptsache. Autobahn-Polizeisimulator wahrscheinlich. Ja, der ist geisteskrank, der hast du recht. Schön von Monster gesponsert. Ich habe nie verstanden, was macht es eigentlich für einen Sinn, die Bremsklötze, nicht die Bremsklötze, die Bremsscheiben zu bedrucken?
einmal gebremst und die sind doch nie wieder, man erkennt doch nie wieder was. Ey, warum hat der denn gleich ein Auto wie ich? So läuft's aber nicht hier, Kollege. Wow, Hilfe. Muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, glaube ich. Weil wir da richtig einspielen hier. Mist. Den muss ich kriegen da. Alter Mann, warum schleudert er denn so? Alter, der schleudert wie die Sau. Liegt immer am Auto, niemals am Fahrer. Ist so. Schlimmer wie ein Hund ist ein Schwanz. Wie bitte? Was ist denn? Alter. Alter, was ist denn da los? Also, ich kann es verstehen, wenn du noch ein neues Auto hast und dann erstmal ein Gefühl in einem Rennspiel für das Auto kriegen musst, ne? Irgendwann checkst du ja, okay, wann lenkt der ein, wie gut ist das Handling, bla bla bla. Ist vollkommen okay, ne? Dass man da am Anfang ein bisschen crasht, hier und da sich erstmal reinfühlen muss. Aber Rainer spielt jetzt das dritte Rennen oder so mit dem Auto und er nimmt jede verdammte Kurve mit. Also, die Bande der Kurve nimmt er mit. Das ist wirklich... Ja, und dann sagt er natürlich, oh ja, das Auto, oh, das verdammte Auto, etc. Ich bin leider, dass ich gerade so ruhig bin, aber ich konzentriere mich gerade. Das sieht man. Das ist genau die Scheiße, zu kontrollieren. Auf die ich keinen Bock hab. Mädel, habe letztens ein interessantes Video über eine sogenannte Zuckersteuer gesehen, kann ich dir nur empfehlen. Frech. Es bleibt der Stream online. Noch frecher. Dankeschön für die super Empfehlung. Deine Frage wird mit Nein beantwortet, aber ich danke dir trotzdem für den massiven Support. Und ich muss zugeben, ich habe im Hintergrund schon deinen Namen eingegeben, weil ich ihn eh nicht vorlesen kann. Deswegen lasse ich das jetzt Google machen. Du, Sir. Dankeschön für die Unterstützung. Nochmal für euch. Du, Sir. Weißt du Bescheid. Echt nicht leicht. Aber wir haben es geschafft. Nicht wundern über den Namen Holy Imp, das ist mein Name auf Ding, auf Xbox. Das ist der Name, der wurde mir einfach mal irgendwann gegeben. Ach, das ist einfach das Geilste an dem Spiel. Einfach rumfahren und erkunden. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt erstmal ein bisschen die Straßen. Alter, der ruckelt wie solche. Ich hoffe echt, dass ich mir schnell möglichst den Pickup holen kann. Wäre cool, wenn ich mir den einfach aus dem Vierer holen könnte. Einfach komplett mit Einstellen und allem drum und dran. Das wäre epic. Aber das wird nicht gehen wahrscheinlich. Ah, hier, schaut mal. Oh. Und ich kann mir sogar schon holen. Boah, ist das geil. Wird direkt geholt. Am besten mir nur den Antipersonen. Ihr könnt schon die Leute raushauen. Guck mal, genauso war er wahrscheinlich damals auch beim Autohaus. Boah, ist der geil. Boah, ich könnte die mir sogar holen. Und dann ist noch so eine ganz, ganz, ganz leise Stimme in Rainers Kopf so, Rainer, nein, du bist dann wohnungslos, du solltest dir vielleicht eine Wohnung suchen. Und Rainer sein ganzes anderes Bewusstsein schreit einfach nur, Rainer, hol dir den Epic, das ist ein richtiges Monster, Alter, klar. Ja. Und warum hat er den geholt? Weil er es kann, Leute, weil er es kann. Also die, an die Mods, ihr könnt schon die Leute raushauen, die Scheiße bauen, ne? Die ganze Zeit rumstressen und alles. Gegebenenfalls timeoutet ihr halt oder ihr macht halt was anderes in die Richtung. Es ist halt nicht getuned, ne? Einfach mal ein komplett schwarzer Ford Ranger. Raptor. Den würde ich mir ja gerne holen. Der ist jetzt halt komplett ungetuned, ne? Ja, da muss man schon ein größerer YouTuber sein. Ich habe jetzt letztens den dritten Ford Raptor mir geholt, ne? Weil ich mache es immer so, wenn ich den einmal gefahren habe, dann fahre ich den nicht mehr. Dann hole ich mir einmal beim nächsten Mal einen neuen. Ja, das macht man so als Profi-YouTuber-Kappa. Damit werden wir jetzt wahrscheinlich nicht viel reißen. Ja, obwohl. Geht doch gut ab. Ah, das ist sogar ein Sprint, das ist gar kein Rundkurs. Richtig schöne Kiste. Ich werde jetzt noch ordentlich getuned. Und dann geht's rund. Ja, der gehört jetzt noch ordentlich getuned halt, dass er ein bisschen mehr PS unter der Haube hat. Und dann geht's rund. Und geschafft. Die ist früher mal schlecht geworden, wenn wir Auto oder Bus fahren, okay. Direkt einen Sieg geholt, na klar. Neue Inhalte erhältlich. Deinem Profil wurden neue Inhalte hinzugefügt. Silberne Astronautenhelm, silberner Raumanzug,
Königliche Fanfahrerhupe. Was? Bester Kumpel im Mod, klein. Warum haben die Kumpel falsch geschrieben? Hä? Das wird doch vorne mit G geschrieben. Was ist denn da eigentlich los? Was ist denn da eigentlich los? Ey, ich möchte mal ganz kurz, ich weiß nicht, aber doch. Doch, da ist er. Märchenstunde hat mir gerade während des Streams schon Thumbnails geschickt für die Videos. Dieser Mann ist ein absoluter Macher. Ich sehe es hier nur gerade vor mir. Er hat mir zwei Bilder geschickt. Das eine heißt Puddingplatz und das andere, ich kann es leider nicht mehr sehen, wie die Datei heißt, schade. Aber mega nice. Und die Bilder sind auch sehr schön geworden, ich danke dir. Oh Mann, ey. Ein absoluter Macher, dieser Mann. Bildungsgutscheine und Autogutscheine. Forza Horizon 4. Deine Forza Treue Belohnung. Forza Horizon 4 2018. McLaren Szene. 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 Neues Auto zum Sammeln. Hier im Fuhrpark wurde ein Auto hinzugefügt. Okay. Warte mal. Warte. Alle Autos, die ich je hatte, sind es die Autos aus Forza Horizon 4? Also das da war das erste Auto, was ich hatte von Forza Horizon 4. Ist es jetzt klischeehaft übernommen worden oder schon getuned? Ja, machen wir einfach mal das hier. Der Dodge ist geil. Der lässt sich aber leider nicht so gut fahren. Jetzt wird es erstmal von C auf A getuned. Es wäre mir zwar lieber gewesen, aber ey. Alter. Schau mal, was er jetzt für einen Zug hat. Jetzt geht er ab. Es wäre mir zwar lieber gewesen, aber... das sind es ist jetzt langsam ein richtiges Monster. Ja. Ach ja, schön. Ich hoffe, er macht schon diese Folge noch eine Lackierung oder so. Irgendwie irgendwas mit hier, weiß ich nicht, wie das letzte oder so drauf. Das ist ja geil. Und das ist eine komische Hater-Strichliste beim letzten Mal, die komplett falsch angeordnet war. Auch schön. Online-Gegner, aber es sind NPCs, der Online-Gegner. Kann auch mal sein, dass ihr mal mich irgendwo seht. Aber das heißt nicht, dass es ich bin. Es ist so, dass das im Spiel so geregelt ist, dass es quasi einen NPC von einem selber gibt. Der fährt dann quasi quasi, wenn man nicht da ist. Also spielst du alleine. Spoilerst du alleine. Ja, ich spiele alleine. Aus dem Weg. Alter, du stehst im Weg. Alter, dieses Gameplay, Bruder. Wirklich, er denkt wahrscheinlich auch, genau so sollte man dieses Spiel spielen. In den verdammten Kurven einfach voll einlenken, übelst auf die Bremse hauen, die Bande richtig fett andutschen und dann wieder Vollgas geben. Und er denkt wahrscheinlich, genau so soll man das machen. Das ist gutes Fahren. Also da spielen ja sogar Funken. War das im Pier da auch schon so? Ist mir bloß nicht aufgefallen. Das geht mir gerade auf die Nüsse hier. Und gewonnen. Geil, oder? Immer diese geilen Endbilder. Ich habe mir das schon vor langer Zeit angewöhnt, immer so schräg reinzufahren, weil es sieht viel besser aus. Cool, Rainer. Richtig cool. Macht wahrscheinlich gefühlt jeder, aber heftig, Rainer. Ich spiele durchaus online. Aber halt nicht im Stream. Ich spiele durchaus online, nur nicht im Stream. Weil ich das beim besten Willen im Stream nicht ansehe. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Voll das Monster.de. Alter Falter. Alter Falter. Aber dann vielen Dank für die Unterstützung. Richtiges Monster, Alter. Ich habe beim letzten Mal bei New World das gesehen, was passiert. Chris Sauer hat keine 10 Minuten gedauert, war schon so auf Vollpfosten vor mir gestanden. Könnte auch schöner getunt sein. Alter, mein Auto wird sogar schmutzig, ist ja geil. Ah. Aber ein Pickup muss ein bisschen schmutzig sein. Ein Pickup, der komplett sauber ist, ach, wie sieht denn das aus? Und natürlich, ich bin auch immer der Meinung, ein Pickup sollte auch hier und da ein paar Schrammen haben, zum Beispiel von der Bank oder so. Ja, das sieht ja mal sehr, sehr nice aus.
Hier, vorhin hat mich jemand gefragt, ob man auch einfach am Strand entlang fahren kann. Na klar geht das. Ah, ich heiz so gerne einfach durch die Gegend. Ach, ich brauch's einfach so gerne durch die Gegend, ohne Scheiß. Ich brauch gar nicht unbedingt irgendwelche Ziele oder so. Einfach Musik an. Musik. Entweder die Spielmusik oder einfach eigene Musik und einfach durch die Gegend brausen. Das macht so Heidenlaune. Ach ja, durch andere Spieler kann man übrigens durchbrutzeln. Wenn man nicht gerade am Rennen ist. Dass man nicht die ganze Zeit andere Leute nerven kann. Hier. Kann ich gar nicht rammen. Wenn ich selbst nicht wollte, würde es nicht gehen. Ich finde das ganz gut. So Konfrontation gibt es nur im Spiel selber. Also nur in den Rennen halt. So kann man schon in der Oberwelt nicht genervt werden. Warte mal kurz. Ah, Mann, das sind jetzt hier. Ja. Dieser arme Gamingstuhl, es ist wirklich geisteskrank, was der für, wortwörtlich, was der für eine Last getragen hat. 63 Straßen haben wir schon erkundet, Leute. Guck mal, das ist das Gameplay. Er fährt ja nur rum, minutenlang, sagt kein Wort und erwartet, dass die Leute Bock haben da drauf. Stellt euch mal vor, guck mal, dieses Video geht 32 Minuten. Stellt euch mal vor, ich mache einfach das Video an, unterbreche zwischendurch mal und sag so, okay, alles klar. Und ansonsten lasse ich das Video nur durchlaufen. Wer gibt sich das denn? Sag mir mal bitte, wer gibt sich das? Ja, Rainer, Bruder, bester Stream, absolut gute Unterhaltung mal wieder. Mod könnt ihr nur werden, wenn ihr euch gut verhaltet, die ganze Zeit danach fragt oder wenn ihr euch den höchsten Rang, den Drache-Rang holt. Dann habt ihr die Möglichkeiten dazu. Ansonsten. Das ist auch so dreckig. Stell dir mal vor, ich würde sagen, ey Leute, wollt ihr Mod werden, holt euch einfach den höchsten Rang oder so. Ja, wirklich. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Kann man so gierig sein, unglaublich. Kommen mal Lostlord-Videos. Ja, ich versuch's zu vermeiden, tatsächlich. Sehr, vielen Dank. Ich versuch's wirklich zu vermeiden. Nochmal meine Frage. Wer gibt sich das? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Wer gibt sich das? Der Sack, der mir das Spiel gezeigt hat, ne, den muss ich ja schlagen. Mann! Schon wieder anderthalb Stunden nur am Zocken, ey. Boah! Fiese Straßen sind es ja teilweise schon, ne? Warte mal kurz. Und dann sowas. Du darfst dir erst angucken, wie er, weiß ich nicht, 20 Minuten sinnlos auf irgendwelchen Straßen rumfährt, kein Wort sagt. Und dann beschwert er sich und guckt wieder 10 Minuten auf die Kameras und schreibt sich Leute auf. Junge, bester Content. Kannst du noch ein paar Rennen zeigen? Ja, das kann ich gleich machen. 578 Straßen. Ja, das ist aber nur der Anfang, ne? Das Spiel kam erst raus. Geht gleich weiter. Zumindest wollte ich gerade weitermachen. Alter. So. Ich verstehe halt wirklich nicht diesen Anspruch. Ich verstehe es nicht, dass man die Leute, die wirklich Bock haben, aus irgendwelchen Gründen zuzugucken, dass man die einfach warten lässt und hier nebenbei seinen Bums regelt. Stell dir mal vor, ich mache jetzt noch nebenbei Thumbnails oder so und sagst so, ja Leute, dann müsst ihr jetzt mal kurz warten. Dann sage ich 10 Minuten nix und dann sage ich so, Leute, Forza fertig runtergeladen, weiter geht's. Was ist denn das? Jo, da ist ein Fahrrad. Relegation, da war ein Fahrrad.
Gott sei Dank hat mir das ausgebremst. Rennen werde ich euch dann nochmal zeigen. Ah, ja, irgendjemand wollte vorhin ja nochmal, dass ich mal Rennen zeige. Das kann ich irgendwann mal machen. Ich würde jetzt gerne nochmal ein paar Straßen erkunden, erstmal für den Anfang. Was du die ganze Zeit schon machst, Rainer, was absolut uninteressant ist. Ich meine, viele Straßen erkundet man auch während des Rennens. Ah, das ist aber sehr großzügig auch tatsächlich das Muster. Einer der Gründe, warum ich jetzt denn so ausfahre gerade ist, weil ich halt auch mal ein bisschen, weil ich erstmal ein bisschen die Steuerung von dem richtig drinnen haben will. Na, ich bin gespannt, Rainer, ob du die Steuerung noch richtig drin haben wirst. Ich glaube nicht. 75 Straßen haben wir schon. Ich überlege gerade, ob wir die 100 einfach voll machen und dann nochmal Rennen machen, falls ihr so lange Lust und Zeit habt. Die Zeit gibt es da, glaube ich, nicht. Das ist das Gameplay. Liegt daran, dass wir auf einem Art Festival sind und quasi Narrenfreiheit auf der Straße haben. Gehe ich zumindest von aus, dass es so erklärt werden würde. So, Alter, schau dir das mal an. Das haben wir jetzt alles hier abgefahren. Alles, was hier rosa und weiß ist, haben wir abgefahren. Leck mich am Eimer. Da freut er sich. Ist einfach nur eine halbe Stunde sinnlos rumgefahren. Hat die Leute im Chat gelangweilt oder im Stream gelangweilt. Guck mal, Leute. Und ich wette mit euch, das ist für Rainer auch Arbeit gewesen. Er würde jetzt sagen, oh, das war Arbeit. Natürlich war das Arbeit. Digitale Straßen abfahren ist richtig und wichtig. Schande nochmal. Fuck. Was haben jetzt auch Erfolge für das Spiel? Drache? Ja, alles, was halt so anfällt, ne? Ich habe kein wirkliches Ziel jetzt so in dem Spiel. Wie im Leben, verstehe ich. 80. Wie gesagt, wenn wir 100 Straßen haben, die dürften wir jetzt dann langsam zusammen haben. Dann würde ich hergehen und würde. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Bist du schon wieder in einen Baum gekracht? Naja, die richtige Frage wäre, bist du jetzt wirklich mal nicht in den Baum gekracht? Mo, vielen Dank. Ich will euch noch ein paar Rennen zeigen. Wie lange ich aber noch mache, weiß ich noch nicht. Ja, sind wir schon auf 87. Sind wir schon auf 90. 2 Stunden nach Spielbeginn sind wir schon Stufe 7. Und wie viele Straßen haben wir jetzt? 98 von 500. 78. 99. So, dann gehen wir die Straße nach rechts runter, nach links hoch und geradeaus. Und dann machen wir noch 1-2 Rennen und dann würde ich den Streamer mal beenden. So, und damit haben wir 101 Straße. Jetzt schauen wir uns mal um, wo das nächste Rennen ist. Ein Rundkurs. Machen wir mal einen Rundkurs. Ich bin kein Fan von Rundkursen, aber schauen wir mal. Praktisch daran, dass wir jetzt die ganzen Straßen schon erkundet haben. Wir können einfach querfeld einfahren. Aber ohne Witz, also macht das überhaupt Sinn, die vorher zu erkunden? Wie gesagt, ich bin niemand, der Forza gespielt hat. Aber so rein logisch. Du fährst doch sowieso in dem Spiel Rennen. Und logischerweise fährst du ja dann auch auf diesen Straßen lang. Macht es dann Sinn, vor diesen Rennen diese ganzen Straßen zu erkunden? Weil du fährst doch dann eh irgendwann da lang. Macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Macht man das nicht am besten, nachdem man viele Rennen gefahren ist, die Straßen, die halt noch übrig sind? Also, sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Komm, scheiß drauf, wir machen einfach den hier. Ich muss morgen noch mal ran arbeiten, oder was? Sanft! Du erwartest, dass ich dich sanft ins Wochenende führe? Du bist doch nicht ganz dicht. Das ist eins seiner Lieblingsspielzeuge gewesen, dieses Stimmenverzerr-Ding. Und vor allem, er verzerrt es immer so krass, man versteht halt wirklich gar nicht, was er da überhaupt labert. Ne, mal abgesehen davon, dass es unangenehm AF ist, versteht man halt nicht mal, was er da überhaupt von sich gibt. Was aber auch eigentlich wahrscheinlich ganz gut ist. War was? Unlustig. War was?
Unlustig. Leider hat der Frontantrieb, das ist ziemlich unpraktisch. Der Polizist, wo ich übrigens gesagt hat, wo der so halt mir gesagt hat, ne, so ja, der hat mir auch Tipps gegeben, der hat auch gemeint, ja, ich soll einfach Frontantrieb, Allradantrieb nehmen, alle Autos einfach auf Allradantrieb tunen und passt. Dann reißt jedes Rennen, hat er gemeint. Passt. Aber das gewinnen, ich glaube fast nicht. Ja, obwohl, vielleicht. Mal gucken. Jede Bande wird mitgenommen. Es darf einfach nicht fehlen. Mo, Wochenende 1, vielen Dank. Hey, da vorne fährt mein Lambo. Das ist übrigens der Lambo gewesen, mit dem ich die 2-3 Millionen Kombo gemacht habe. In Forza 4. Was übrigens keine Leistung war, er ist einfach nur in der Prärie rumgefahren, ohne irgendwie, wo Kollisionen irgendwie möglich gewesen wären. Ist einfach nur im Kreis gefahren und hat sich dann gefreut, dass er irgendwie 3 oder 4 Millionen hatte. Wow, heftig. Krass, Rainer. Was war das denn, Alter? Nur weil ich kurz nach hinten geguckt habe, willst du mich verarschen? Ist übrigens voll geil, wenn man hier bremst, ne? Dieses Lachen vom Oger und von Wingel bricht mich jedes Mal. Andere Frage, bleibt der Stream online, du Gackheider? Eventuell bleibt er online. Justine Traut, vielen Dank für die ehrenhafte, enorme Spende. Nein, wirklich vielen Dank. Und das freut mich, dass dich, ja, wohl freut mich, dass dich meine Lache bricht, das weiß ich jetzt nicht. Aber vielen Dank trotzdem für die Unterstützung. Geht einfach der Spoiler nach oben. Ist wie eine Bremsklappe. Aber der bremst eigentlich gut von alleine runter. Man braucht nicht bloß vom Gas gehen. Ich bremse eigentlich gar nicht. Ist auch gar nicht nötig eigentlich. Ja, wie gesagt. Ist auch gar nicht nötig. Meme fährt wieder gegen die Wand. Braucht eigentlich die Bremse gar nicht. Gut. Meme fährt wieder gegen die Wand. Und wieder. Und ich bin Sieger. Juhu. Schön quer rein. Passt. Bitch, please. Unangenehm. Was ist jetzt? Voll gerissen, ey. Ja, wie gesagt, ich brauche eigentlich die Bremse gar nicht. Los. Das ist übrigens der Lambo gewesen, mit dem ich die 5 mit. Ein verdammtes Genie, das am Ende nochmal reinzuballern. Leute, das war's. Schaut bitte bei Rainers erstes Let's Play vorbei, ist dann ein Video natürlich unten verlinkt. Mega geiles Video, weil das Ende hat mich jetzt richtig gekillt. Ach nee, ey, das kannst du ja alles nicht mehr ausdenken. Am Ende natürlich wieder ein dickes Danke an alle Abwonger Level 10. Der Reapers, Maximilian Leibniz, Pinguin 1995, German Grizzly, der Eggländer, Lost Hope, Katzenmulle, Dinkelberg, Rindu Senpai, Rathalos, Black Phoenix, der brennende Mikrowellenmuffin, Syndemix Game Pro, Horst Kevin Blender, Turm Süd, Barkai Alone und natürlich, ich bin nicht der Drache, verdammte Axt. Vielen, vielen lieben Dank für euren ehrenhaften Support.